Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Mech Commander Gold Desperate Measures. Unsere Aufgabe heute wird es sein, drei Basen anzugreifen, die diese Gegend dominieren und in denen wir uns zusätzliche Informationen über das Treiben unserer Gegner erhoffen. Wir wissen ja, dass dieser durchgeknallte Sternkernel sich hierhin abgesetzt hat und wir haben nicht die geringste Ahnung, was seine seine Intention ist. Wir werden jetzt mehrere Hauptquartiere angreifen, beziehungsweise es gibt dort auch einige Komponententresore, von denen wir uns weitere Informationen erhoffen. Allerdings gibt es auch ein ziemlich übles Gelände hier, das uns den Vorschlag, dadurch macht uns das Bataillon den Vorschlag, wir sollen uns mit Sprungmechs ausrüsten. Das ist ja genau das Richtige für mich, das interessiert mich also überhaupt nicht. Außerdem haben wir das Problem, dass wir hier mit ziemlich schwerer automatisierter Verteidigung zu rechnen haben. Wir auf diesen Fall dann mit entsprechenden Türmen zu rechnen haben, die aber in diesem Falle befestigt sind. Das heißt, wir werden sie von der Zerstörung her nur schwerer kriegen. Also ist es umso wichtiger, sie zu erobern. Des Weiteren müssen oder können wir damit rechnen, dass wir innerhalb der Basen Reparaturbereiche finden werden, was schon mal ganz gut ist. Und von den Gegnern wissen wir, dass wir mit mehreren Shadowcats zu rechnen haben. Also von daher haben wir einige sehr schnelle Gegner, die auf mittlerer Reichweite mit Energiewaffen ziemlich gut austeilen können. Wir haben Minenleger gesehen, deswegen sollten wir darauf achten, dass wir hier nicht in irgendwelche größeren Minenfelder rennen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das trotzdem passieren wird. Und wir müssen mit Clan-Captain Catherine Fury rechnen, die die Verteidigung dieses Sektors beaufsichtigt. Könnte lustig werden. Schauen wir mal. Gut, gehen wir in die MacBay, schauen wir mal, was wir haben. Der wird erstmal repariert hier. Jawoll. Auch den werden wir reparieren. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die denn letzten Endes ausstatten. Den hier schlachten wir nur noch aus. Und den verkaufe ich dann später. So, einmal ein bisschen Reparatur für diese Büchsen hier. Wunderbar. So, jetzt gehen wir mal ins Purchasing und knallen den erstmal wieder auf die Ladentheke. Die Kiste interessiert uns nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Scarab. This is Scarab. Nehmen wir mit, sir. Ebenso Ronin. Ronin. Yes, Rebel interessiert mich nicht so wirklich, aber Gator. You got it. Den Fiend nicht. Countess? Find ich auch nicht schlecht. As ordered, sir. Gunman. Du darfst auch noch mitspielen. So, dann schauen wir mal, was wir hier an Max zur Verfügung haben. Wir könnten schon einen Awesome kaufen, ich habe aber nicht den dazu passenden Elite-Piloten. Von daher ist das relativ egal. Catapults oder Jägermechs? Finde ich jetzt nicht so spannend. Deswegen schauen wir mal. Ja, ach, so groß ist der Unterschied nicht. Kaufe ich noch einen zweiten? Ne, ich kaufe noch ein paar Komponenten lieber. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier denn noch so Neues? Partikelprojektorkanone haben wir schon mal 4. Das ist super. X-Pulses haben wir auch schon 2. Komm, pass auf. Gib mal die her. Kann ich davon... der ist ja so teuer. Schande. Das leichte Gauss-Geschütz ist auch ein bisschen teuer. Das macht allerdings nichts. Ich könnte mal gucken, ob ich noch was loswerden will. Nee, nicht so wirklich. Das könnte man alles nochmal gebrauchen. Okay, packen wir das Ganze erstmal wieder in die MacBay zurück. Und machen die drei Mechs hier jetzt auch zumindest nochmal ansatzweise betriebsbereit. Scarab kommt hier auf den. Und ich guck mal, wie das jetzt aussieht. Auf jeden Fall will ich die beiden im Team haben. Ihn will ich im Team haben. Wunderbar. Passt doch. Dann muss ich ja gar nicht mal
beikommen und die anderen Jungs noch groß verarbeiten, dann machen wir mal Folgendes. Du, mein Freund, gibst die erstmal weg. Dann nehmen wir die leichten Ultra-Autos raus. Dann nochmal X-Puls dazu. So, du nimmst auch die LBX raus. Reicht noch nicht. Das ist die Short Range. Und das gleiche machen wir. Das ist eine. Da. Das zweite und gleiche machen wir hier. So, dann haben wir die Jungs nochmal ein bisschen aufgewertet. Ja, die Verteilung lassen wir auch so. Lass mal gerade gucken. A, W, W, A. Und ein Jump Mech. Okay. Das sieht mir gar nicht mal so schlecht aus. Baron here. I've got a sensor track. Okay, dann rücken wir mal vor, weil als erstes sollten wir uns diesen Hügel mal in Anführungsstrichen genauer ansehen, weil ich glaube. Aha. Ach, sieh mal einer, guck. Da ist die Fury. Am Abladepunkt. Excellent, sir. Enemy vehicle destroyed. Excellent, sir. Commencing attack run. This is fight. Minus one enemy. Ab auf diesen Hügel. Excellent, sir. I am receiving directed fire. I've got a sensor track. Goblin here. Looks like I so, got it, sir. Ah, guck mal hier. Schau. Was haben wir denn hier? Mal gucken. So, ein Airspotter. Aha. Okay, das ist ein Watchtower hier. Das ist die Gate Control. Aber hier sehe ich gar keine. Da, das meinten sie. Also hier sieht man es ja sehr schön, ne? Da sind ordentlich Tore. Da sind die Component Walls. Da ist die Turret Control. Ich frage mich, ob wir die Wände nicht einfach zerstören können. Und auf die Art und Weise uns von der Seite ranarbeiten können. Ja, könnten wir, wenn wir genug Sprungmechs hätten. Aber es würde vielleicht sogar reichen, mit einem Sprungmech reinzugehen und die Turmkontrolle einfach unter unsere Gewalt zu bringen. Aha. Da haben wir eine Energie. Zentrale. Ich weiß nicht, ob wir hier etwas Ähnliches haben in dem Gebäude. Gut, aber damit gibt es erstmal einen Plan. Wir fangen hier oben an. Weil wir hier ja keine Türme zu befürchten haben. Das ist eine gute Sache und da können wir dann doch tatsächlich mal ausprobieren, ob wir... Ah, der Mantico hat uns gesichtet. Warte mal los. Komm her, mein Freund. Reporting vehicle destroyed. This is Scarab. I am receiving directed fire. Ja, ist in Ordnung. Aha. Sieh mal einer, guck hier. Da haben wir jemanden aufgescheucht. Baron here. I've got a sensor track. Da kommt noch ein Manticore. Und ein Hunchback 2C. Dann rücken wir mal vor. Dass der Raven wieder an der Spitze marschiert, ist zwar eine typische Rolle, aber eine, die ich nicht so toll finde. So, hier ist der Minenleger, der erwähnte. This is Baron. Sensors have a new contact. Das heißt, wir müssen mit Minen rechnen. Excellent, sir. I think I've got it. Goblin here. Enemy vehicle destroyed. Already taken care of. Time to die. Minefield. They've got me targeted. Okay. This is Baron. I've got a sensor track. Already taken care of. Sir, I can't possibly do that. Scarab here, reporting so, vehicle destroyed. Jetzt? Adjusting my range. Adjusting my range. Sensors have a new contact.
Adjusting my range. Und die dabei ist, eventuell verdichte Minen. Das sieht gut aus. Mehr scheinen nicht zu sein im Augenblick. Das heißt, wir können uns hier nochmal ein Stück vorbewegen. Und... Adjusting my range. Okay. As ordered, sir. Excellent, sir. Son of a bitch. As ordered, sir. Oh. Enemy vehicle destroyed. Time to die. I think I've lost all my armor. Scarab here. I am receiving directed fire. Airstrike inbound. I've got a sensor track. Und jetzt los hier. Already taken care of. One less enemy. Sir, my path is blocked. Scarab here. We seem to have a new trait. As ordered, sir. It's history. Sehr gut. Also wir können diese Mauer auch zerlegen. I am receiving directed fire. I've got a new contact. As ordered, sir. Excellent, sir. Excellent, sir. This is Thunder. I'm taking enemy fire. One less enemy. Immediately, sir. One less enemy. Excellent, sir. Immediately, sir. Son of a bitch. This is Thunder. One less enemy. Excellent, sir. I have a target. This is Spike. Enemy vehicle destroyed. Excellent, sir. So, jetzt sehe ich dummerweise keine Repair-Bay. Das finde ich natürlich nicht so schön. So, enemy den Stapel holen wir uns erstmal. Excellent, sir. Enemy components Scarab captured. Here, reporting building captured. I'm Spike. Building captured. Immediately, sir. As ordered, sir. Baron here. Building captured. Dann werden wir Folgendes machen. Wir gehen jetzt raus. Und wieder auf den Hügel da. Oh Mann! Someone help. I'm in a minefield. They're shooting at me. Minefield. Jungs, was rennt? Baron here. Chunks of my armor are gone. Ach. Goblin here. I'm getting creamed. You gotta pull me out. Na, das wird ja ein Spaß für das, was ich jetzt vorhabe. Okay. Da ist eine Heavy Turret Control und wahrscheinlich wird sich alternativ hier noch eine zweite befinden. Wo ist sie? Nee, wir haben tatsächlich nur eine. Hm, nicht so schlecht. Mantico können wir gleich mal angreifen. Immediately, sir. Scarab here. I am taking harassing fire. This is Thunder. One less enemy. So. Dann wollen wir doch mal unseren Scout für das einsetzen, für das er gemacht wurde. Naja, was heißt, wurde er dafür gemacht? Ich weiß es nicht. So, mal ein bisschen Jump-Jet-Action hier. Baron here, I can't get through here. Baron here, I can't get through here. I've got a sensor track. Oh. Count on. Baron here, building captured. So. Genau, sehr schön. Okay, während die hier ein bisschen Spaß mit den Jungs haben, bringen wir Baron erstmal wieder zurück. Oh! Das war natürlich nicht so schön, aber ist natürlich auch kein Wunder.
Beine sind doch ein wenig angedaschert bei ihm. So. Hier stehen noch zwei Shadowcats. Aber die sind erstmal beschäftigt. Drücken wir mal vor, in der Hoffnung, dass sich hier nichts befindet. Das war ein guter Treffer. Okay. So. Rücken wir mal langsam vor in der Hoffnung, dass wir hier keinen Minenfeld haben. Drinnen ist es gut, dass Thunder vorgeht. Jungs, müsst ihr doch schon langsam bemerkt haben, dass wir hier anmarschiert kommen, oder? As ordered, sir. Taking enemy fire. Excellent, sir. Enemy mech destroyed. As ordered, sir. I have a target. Good. Enemy mech destroyed. You got it. This is Baron. Building captured. So. Dass diese Basis sehr unversehrt in unsere Hände gefallen ist, ist gar nicht mal so schlecht. Und das kann man natürlich ausnutzen. So, erledigen wir erstmal die Nebenmission, indem wir diese Component Walls noch mitnehmen. Enemy components captured. Thunder here. We captured the building. Mission objective complete. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Erstmal haben wir eine Shadow Cat mitgenommen. Das ist sehr schön. Wir haben zwei klaren Gauss-Geschütze. Und noch mehr Thunderbolts. Wenn wir da dann demnächst auch irgendwann die dazu gepassenen Mechs haben, wir können es natürlich auch auf kleineren Mechs aber Repair Bay, super. Allerdings ziemlich zerfräst schon. Building captured. Baron here, I've got a sensor track. As ordered, sir. Ganz ruhig. Reporting building captured. Nicht Scarab here, I am receiving directed fire. So, Thunder here, capture the building. Acknowledged. Count on. Schieß doch. Repair complete. So, Scarab. Excellent, sir. I've got a sensor track. Repair complete. Reporting refit completed. Do what I can, sir. So wie es aussieht, haben wir Catherine Fury so ein bisschen angestachelt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Repair complete. Sir, I think my refit's complete. Ich pack hier mal eine... Achso, das ist eine... Das ist... keine Überwachungsdrohne. Okay. So, Thunder. Acknowledged. Repair complete. My refit is complete. Und Spice. Kann auch noch mal. Seen that myself. So, was wir jetzt versuchen werden, ist, dass wir über den Hinterausgang rausgehen. Und versuchen, die letzte Basis von hinten heraus zu infiltrieren. Was uns vielleicht die Möglichkeit gibt, mit Fury vorher noch zu dealen. Und wir werden mit ihr auch vorher dealen. So, sie hat uns auch gesehen. Nein, sie hat uns nicht gesehen. Ein Walcher mit Gauss-Geschütz. Immediately, sir. Schlecht. Baron here, making enemy fire. Excellent, sir. Excellent, sir. That took care of him. Dann sind wir sie auch los. So, lass mal sehen. Savage. Yeah. Wir haben den Walcher von Fury.
Das war eine Rail... eine Railgun. Okay. Okay. It's as good as done. Repair complete. As ordered, sir. Hast du was abgekriegt? Repair complete. Reporting refit completed. Already taken care of. Sir, my path is blocked. Ach Jungs, komm her, das ist eh nur ein bisschen Munition, die aufgestockt werden würde. Panzerungstechnisch seid ihr vollkommen in Ordnung. So, arbeiten wir uns jetzt mal von hinten an die dritte Basis heran. Wir müssten das nicht tun. Das ist nur ein optionales Ziel. Aber warum sollte man nicht? So. I can't get through here. There's no way through. Okay. Das wäre ja auch zu... Obwohl, warum? Versuchen wir mal den hier. Excellent, sir. Ich brenne euch den Wald nieder. As ordered, sir. Excellent, sir. Baron here, I've got a sensor track. Okay, da gibt's nur noch mehr Raketenwerfer. As ordered, sir. Excellent, sir. Pressing the attack. This is Goblin. They're shooting at me. There's a new sensor contact. Excellent, sir. Excellent, sir. Okay, hilf mich. Take your shot. Excellent, sir. Ach, jetzt hab ich auch noch. Scarab here, I'm receiving directed fire. I'm taking enemy fire. Excellent, sir. Excellent, sir. As ordered, sir. Excellent, sir. They're shooting at me. As ordered, sir. This is just for you. Baron here, enemy mech destroyed. Scarab here, I am receiving directed fire. Acknowledge. Hey guys, watch this stuff. Excellent, sir. Excellent, sir. Building captured. Na, wir schleichen mal nach oben. Da ist noch ein Zugkontroll. Immediately, sir. Reporting building captured. Immediately, sir. Da waren also noch zwei. Na gut. This is fight. I'm taking hit. That one's history. Sehr schön. So, gucken wir doch mal, ob wir hier noch was haben. Da ist eine... Excellent, sir. Building captured. Das ist ein Omni-Jäger, aber das ist meine Herren. Die hätten aber... Immediately, sir. Tod und Teufel auf mich herabregen lassen können. Scarab here. I am taking harassing fire. Building captured. They've got me targeted. As ordered, sir. Dann holen wir uns jetzt hier noch den letzten. Mission objective complete. Und wir geben uns zum Extraktionspunkt, weil das ist die letzte Aufgabe, die noch übrig geblieben ist. Auf geht's. Och, Killers. Was seid ihr denn für Schisser? Okay. Also euer Parfing ist auch heute wieder sehr lustig. Also mal gucken, hier müssten wir doch auch durchkommen, oder nicht? Ja, im Zweifelsfall nehme ich den Weg, den ich als Umgehung angedacht hatte. Mal gucken, wie
ich jetzt suchen. Jetzt bin ich mal schwer. Hä? Dahin. Alle. Sofort. Mit was für Amateuren arbeite ich hier eigentlich zusammen? Das gibt's ja nicht. Und auch du, mein Sohn Brutus. So, schafft ihr jetzt die 10 Meter dahin? Ich glaube, ich tille. Mission Objective complete. Mission successful. Sehr gut. So. 65.800, das ist nicht schlecht. Commendation for low drop weight. Und wir haben unseren ersten Elite-Mech-Krieger, der kommt genau richtig. So, schauen wir mal. Also, zwei Clan-Gauss-Geschütze hatten wir gesagt. Wir haben einen Shadowcat, zwar komplett ohne Bewaffnung, aber das interessiert uns nicht weiter. Wir haben zwei Thunderballs und den Fury von... den Vulture von Fury geborgen, mit der Railgun noch drauf. Das ist ziemlich cool. Und wir haben die beiden Clan-Hunchbacks, die wir allerdings verkaufen werden, denke ich mal. Ja, die verkaufen wir. Da, denke ich mal, brauchen wir nicht noch mehr Equipment. Das ist schon ganz in Ordnung. Alles klar. Goblin hat eine Verletzung abbekommen. Das heißt, der wird in der nächsten Mission wahrscheinlich pausieren müssen. Da werden wir mal gucken. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mech Commander Gold. Wenn wir auf Chermak nach Antworten suchen, die wir auch heute wieder nicht finden konnten, schauen wir mal, was wir noch hinausbuddeln. Und in diesem Sinne bin ich raus. Bis zum nächsten Mal.